And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, the Shadow of the Templars. Is it the Shadows? No, it's the Shadow of the Templars. Well, in any case, last time we died. And now the game is over. Goodbye. No, just kidding. Okay. We're going to try this again. Oh, shit. It actually brings me... Oh, this is annoying. Okay. I'm going to make a cut here, and when we are back, well, we're going to be in the museum and I will make some better choices. Okay. And we're back from the cut. Okay, there's only one thing that we can do. That is to click on the statue. Any other action will result in the same... Oh, Guido! Was soll das, du Blödmann? Du sollst hier runterleuchten. Die Mumie. Ja. Sie... Ja. Sie wird lebendig. Every other action will result in the same ending. Wenn das eine Mumie ist, dann bin ich ein Waisenkind. And the failure to take... Well, timely action would also result in the same ending. So I died again. Okay. When we come back, folks, we will be in the exact same spot, and then we'll actually properly solve this puzzle. Okay. Okay, no fooling around this time. Was zum? Wer ist da? Los, nix wie raus hier. Ah. Wait, what? Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst... Du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ah. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Hm. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Möchtest du nicht versuchen, den Edelstein auf das Dreibein zu legen? Ich denke, ja. And now... Nothing happens. Nichts passiert. Ja. Der Edelstein passt genau, aber was beweist das? That the tripod was made for the gem? Vielleicht muss das Dreibein an einem bestimmten Ort stehen. Im Manuskript gibt es keinen Hinweis, wo das sein könnte, oder? Oh, übrigens, André Lobineau hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Hm. Let's talk about the tripod. Wozu ist dieses Dreibein bloß gut? In der Handschriftenrolle liegt der Edelstein obendrauf. Wir haben also eine Vorstrafe dafür riskiert, einen Schauständer zu stehlen. Frag mich nicht. Vielleicht ist es dazu gedacht, den Edelstein in einer bestimmten Position zu halten. André Lobineau hat mir erklärt, wer die Hashashin waren. Ja? Der Kult der Mörder. Oh, Junge. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Hm. Nothing, I think, well.
Das ist das Dreibein, das wir im Museum ausgeborgt haben. Nothing new that we can, well, talk about. So I suppose we leave. Ich muss gehen. Schon? Du bist doch eben erst angekommen. Die Zeit und die Gezeiten warten auf niemanden. Okay, ich sehe dich später. Not sure where to go next. Let's talk to the old lady again. Oh, hi. Hallo. Ah, nothing. Vielleicht ah, komme ich später. We could talk to her about the tripod, actually. Oh, hi. Hallo. Wissen Sie, wofür dieses Dreibein benutzt wurde? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Well, vielleicht kommt nicht viel. Let us go to Morphosaur. Not sure what the we have not yet actually been here, so maybe that is actually, well, something we can do. Let's talk to everyone. Ich habe mal eine Liste der stressfreiesten Berufe der Welt gelesen. Polizeiarbeit tauchte darin nicht auf. Aber ganz offensichtlich hat dieser Kerl nicht die gleiche Liste gelesen. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Was kann ich für Sie tun? Do you know something about the Templars? Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind. Und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt? Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Müssten Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Aha, eine falsche Nase. Sehr bezeichnend. Wirklich? No, ich mache nur ein wenig Spaß. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No, wer ist das? Ich vermute, ein international tätiger Attentäter. Oh. Mehr haben Sie nicht zu sagen? Nur O? Ich habe nur gerade überlegt, ob ich Ihnen sagen sollte, dass ich Sie für einen international tätigen Paranoiker halte. Aber das erschien mir dann doch ein wenig unhöflich. Schauen Sie sich diesen Edelstein an. Was halten Sie davon? Geschliffenes Glas? Oh nein, der ist echt. Was für ein Verrückter würde denn rumlaufen und den Leuten mit einem unbezahlbaren Edelstein unter der Nase herumfuchteln? Also ist das entweder Glas oder ich bin verrückt. Es macht mir keinen Spaß, über diese Alternative allzu lange nachzudenken. Schauen Sie sich das hier mal an. Ah, ein Elektriker. Mein Fernseher ist durchgebrannt. Könnten Sie den reparieren? Das bezweifle ich stark. Das ist nämlich nicht mein Ausweis. Hm. Wissen Sie, was das hier ist? Ein Kanaldeckelschlüssel. Sagt er Ihnen denn gar nichts? Gehören Sie vielleicht irgendeinem obskuren Seitenarm der Freimaurersekte an? Hm. Können Sie mit diesem Streichholzbriefchen irgendetwas anfangen? Das Muster sieht nach Mittlerem Osten aus. Ansonsten, wer weiß. Wissen Sie, was das hier ist? Aha. Ihr Amerikaner.
mit euren verfluchten Nasenzückerchen. I think we're in trouble. Ich habe die Frauen von Hollywood gelesen. Ich weiß alles darüber. Wenn Sie versuchen, das Zeug hier zu schnupfen, dann mauern Sie sich aber Ihre Nebenhöhlen zu. Das ist echter Stuckgips. Wirklich? Gott sei Dank. Einen schrecklichen Moment lang hatte ich befürchtet, ich müsste wirklich jemanden verhaften. Hallo, der Papierkram. Sie haben ja keine Vorstellung. Wofür halten Sie das hier? Für ein Blutdruckmessgerät. Wollen Sie denn gar nicht wissen, warum ich sowas mit mir rumschleppe? Ah, non. Das sähe gefährlich nach polizeilichen Ermittlungen aus. Und plötzlich könnte man mir nachsagen, ich nehme meinen Beruf ernst? Good point. Möchten Sie mir vielleicht die Hand... Ich kann mich selbst gerade noch rechtzeitig stoppen. Einem Bullen einen Elektroschock zu verpassen, wäre nicht sehr klug. Wahrscheinlich würden die ihre Bastille wieder aufbauen, nur um mich reinzuwerfen und dann den Schlüssel wegwerfen. It would be funny. Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzten Taschentüchern sehen? Zum Teufel nein. Dann packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Was wissen Sie über die mittelalterliche Eisenverarbeitung? Schauen Sie sich doch mal dieses Schmuckstück hier an. Ein Dreibein, ein Stativ. Wofür? Sie meinen, Sie wissen es nicht? Nein, Monsieur. Und Sie auch nicht, vermute ich. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. One interesting thing about this game is that many of the characters in this game, at least the interesting ones, at least I think, are based on real life characters that the developer Cecil, the developer, the main developer of this game, Cecil something, well, met some at some point in his life. So that's probably the reason why some of these characters seem to be so lively. Ein typisches Pariser Straßencafé. Als ich zum letzten Mal in so einen Laden gegangen bin, flog er in die Luft. Ich bin eigentlich glücklich und zufrieden hier, wo ich bin. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Das Publikum besteht aus 5 Schaulustigen. Es ist einfach zu komisch. Du kannst die intelligentesten Menschen auf der Welt nehmen, sie in Urlaubsklamotten stecken und, hey, schon sehen sie aus wie Hirnamputierte. Warum nur? Der Jongleur war wirklich gut. Was ich nicht verstehe ist, warum steckt er diesen Enthusiasmus nicht in den Versuch, einen richtigen Job zu finden? Vielleicht mag er es einfach, sich anzuziehen wie ein Pferdearsch. Hey, du da mit den Bällen. Ui? Ah, we can actually talk to him. That's surprising. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. Non, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben gelesen. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na, das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann's ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer.
Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Hm. Schauen Sie mal, eine rote Nase. Ah, Sie sind ein Clown? Clown? No. Dann wären Sie wohl auch ein viel besserer Jongleur. Einen Moment lang tanzt eine Idee knapp außerhalb des Scheinwerferkegels meiner Aufmerksamkeit. Doch bevor ich mich auf sie konzentrieren kann, fällt sie in den Gully. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. I wonder whether that this last dialogue was actually phrased very in a weird fashion. I wonder whether that's a hint, a clue. Well, in any case, bis später. Au revoir, monsieur. When we will come back, folks, and there's no doubt that we will come back, we are going to figure out what to do. So until next time, folks, until then.